Das ist unser Tabernakel, den wir in katholischen Kirchen jetzt eben finden. Wenn man ihn öffnet, dann findet man darin das Allerheiligste, also die konsekrierten Hostien, den Leib Christi, der von der Eucharistie dort aufbewahrt wird, für die Kranken, aber auch für die Anbetung. Jesus wohnt gleichsam unter uns, der ewige Gott wohnt unter uns. Deshalb findet man immer ein rotes Licht, Kerzen, die brennen, eben eine rote Signallampe, die auch den Namen trägt, ewiges Licht. Als Kind habe ich geglaubt, das heißt ewiges Licht, weil es nie ausgeht, bis ich dann gemerkt habe, dass auch diese Kerzen eben ausgehen und dann durch neue ersetzt werden müssen. Also ewiges Licht heißt es deshalb, weil eben jetzt der ewige Gott in unserer Zeit hier wohnt. Und das ist letztlich auch der Grund, warum wir unsere Kirchen so ausgestaltet haben, weil wir glauben, dass hier die Dimensionen von Raum und Zeit durchbrochen werden und eine Kirche gleichsam zum Ort der Gegenwart des ewigen Gottes wird. Deshalb auch die Ausgestaltung durch Farbe, durch Höhe, durch Heiligenstatuen, oft durch in Barockkirchen, durch Himmelsfresken, weil eben der ewige Gott unter uns wohnt. Das Betreten einer katholischen Kirche bedeutet deshalb auch, weil ich eben die Gegenwart des Herrn, des eucharistischen Herrn, des Sohnes Gottes in verklärter Weise in den eucharistischen Gestalten im Allerheiligsten habe, dass ich ihn dann in besonderer Weise grüße. Das ist dann die Kniebeuge, indem ich mich vor ihm klein mache. Ja, ich versuche mich klein zu machen, aber ich kann mich gar nicht so klein machen, wie er sich für uns klein gemacht hat.